Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Überlegst du, ob du Tierkommunikator, Tierkommunikatorin werden könntest? Hast dich vielleicht schon ein bisschen damit befasst, aber du hast doch ein paar Zweifel und denkst, ich weiß nicht, ob ich das wirklich packe. Dann ist diese Episode genau für dich richtig. Ich werde aus meinem Erfahrungsschatz von 9 Jahren als Tierkommunikatorin bzw. Tier-Mensch-Coach erzählen. Ich werde auf einige Herausforderungen, die es zu meistern gilt, eingehen, aber dir auch hoffentlich die Angst nehmen. Also bleib dran bei dieser Episode. Herzlich willkommen, ich hoffe, es geht dir gut. Hier ist immer noch so voll graues Winterwetter. Ich hoffe, dass es bald, dass es nicht mehr so lange dauert, bis der Frühling dann kommt. Und ja, ich bin gerade mit einigen Menschen in Gesprächen, weil wir ja im Frühling auch wieder unsere Ausbildung starten, Animal Creation Ausbildung, und da einige Fragen kommen in Bezug meistens auf die Tierkommunikation. Also die Ausbildung umfasst ja mehr als nur Tierkommunikation, aber die meisten machen sich jetzt gerade für diesen Bereich so ein bisschen Gedanken. Das ist einerseits zum Thema Tierkommunikation erlernen, das ist aber auch in der Arbeit mit Mensch und Tier, ob man das wohl schafft, ob das wohl geht. Und dann natürlich auch für den einen oder anderen, der ein Business damit aufbauen möchte, ob das dann überhaupt alles klappt, sich da seine Selbstständigkeit aufzubauen. Genau auf diese drei Bereiche werde ich heute mal eingehen und dir einfach mal alle Dinge erzählen, zumindest die jetzt in letzter Zeit gefragt wurden und die ich auch selber schon erlebt habe und was man da tun kann. Also lass uns ganz am Anfang starten und da würde ich auch noch vorschieben, sogar für dich die Frage, die du dir jetzt schon stellen kannst: Was ist dein persönlicher Antrieb? Warum möchtest du die Tierkommunikation lernen? Da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten oder Gründe, warum du vielleicht die Tierkommunikation lernen möchtest. Möchtest du das einfach erstmal nur machen, um dein Tier besser zu verstehen? Vielleicht hast du auch gerade eine Herausforderung mit deinem Tier oder deinen Tieren, also vielleicht ja, ein ängstliches Tier oder ein Tier, was sich in Anführungsstrichen seltsam verhält, wo du gerne mehr darüber wissen möchtest, wo du vielleicht auch mit klassischen Methoden nicht weitergekommen bist. Das ist ja bei vielen so der Antrieb, dass man mit klassischem Hundetraining, Pferdetraining oder wie auch immer nicht weitergekommen ist und dass man da einfach nochmal andere Wege sucht und vor allem auch noch mehr das eigene Tier mit einbeziehen möchte. Dann die Menschen, die diesen Podcast hören und auch die Menschen, die bei uns in den Programmen sind, das sind ja Menschen, die sagen, ich möchte nicht nur für mein Tier entscheiden, sondern ich möchte gemeinsam mit meinem Tier entscheiden. Ich möchte eben auch mein Tier und seine individuellen Bedürfnisse mit einbeziehen und nicht nur das, was ich jetzt toll finde, irgendwie durchsetzen wollen. Und ja, das wäre zum Beispiel ein Antrieb, also dass du sagst, ich möchte wirklich, wirklich verstehen, wie es den Tieren geht, was sie brauchen, individuell auf das Tier eingehen, weil mir Tiere am Herzen liegen. Das ist schon mal eine tolle Sache. Und dennoch hat ja vielleicht der ein oder andere auch die Frage, kann ich denn selber mir damit ein Business aufbauen? Also vielleicht entweder nebenberuflich da mitarbeiten oder hauptberuflich. Zu den Aspekten komme ich gegen Ende der Episode noch, aber es macht schon Sinn, auch mal reinzuspüren, generell von Anfang an, also bevor du eine Ausbildung machen möchtest, möchtest du die eher jetzt nur für dich machen, privat machen, vielleicht um ein, zwei Freunden zu helfen, Menschen im Freundeskreis, oder ist von Anfang an der Wunsch für dich, dein eigenes Business aufzubauen? In meiner Ausbildung ist es so, dass man das nicht unbedingt von Anfang an entscheiden muss. Also am Anfang gehen eh alle den gleichen Weg und lernen das erstmal, lernen die Basics, das, was man sowieso wissen muss. Dann kann man sich später auch noch entscheiden, ob man sich im Bereich Business noch fortbilden möchte. Und dennoch, da einfach vielleicht mal von Anfang an schauen, mit welcher Intention, mit welcher Energie starte ich das. Denn eine Ausbildung kann natürlich auch lang, also einerseits lang und andererseits kurz sein. Einerseits lang, weil du natürlich über längere Zeit dranbleiben darfst. Andererseits kurz, weil du vielleicht dann hinterher denkst, so, oh, die Zeit ist jetzt aber schnell verflogen.
hätte ich doch vielleicht doch noch mal hier und da ein bisschen mehr mitgemacht oder ein bisschen mehr mir das angeschaut. Und ja, da ist es einfach, wenn du von Anfang an so ein bisschen weißt, möchte ich das mehr so für mich einfach nur zum Spaß und natürlich auch um Tieren privat zu helfen, oder möchte ich wirklich auch die Business-Aspekte kennenlernen? So gehst du einfach natürlich mit einem unterschiedlichen Mindset dran. Okay, dann fangen wir mal ganz von vorne an. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt gewählt, du möchtest eine Ausbildung machen zur Tierkommunikatorin oder Tierkommunikator. Und dann ist ja für viele immer so am Anfang die Frage, kann ich das wirklich lernen? Kann das jeder lernen? Für mich ist das eigentlich eine falsche Frage. Kannst du atmen? Ja, du atmest die ganze Zeit. Also eigentlich geht es darum, sich bewusst zu machen, was du die ganze Zeit schon unbewusst tust. Denn wir sind ständig in Kommunikation mit den Tieren. Du wirst schon längst mit Tieren kommunizieren. Wir können nicht nicht kommunizieren. Das läuft einerseits natürlich auch ab über den Körper, Körpersprache, aber auch über deine ganze Ausstrahlung. Und so ist es halt auch bei Animal Creation, wenn ich jetzt eine Sitzung mache mit jemandem, der wegen einem Thema mit seinem Tier zu mir kommt, dann ist in dieser Sitzung auch enthalten, dass man mal selber schaut, wie kommuniziere ich bereits mit meinem Tier, und dass man da auch anfängt, bewusster zu kommunizieren. Und Kommunikation ist einfach so ein Riesenwort. Deswegen ist es manchmal ein bisschen missverständlich. Also es gibt für mich so viele Arten von Kommunikation, und nur ein kleiner Teil davon ist das, was viele als Tierkommunikation bezeichnen, in dem Sinne, dass man vielleicht jetzt Botschaften übersetzt, was das Tier sagt. Aber eigentlich ist eben, wie gesagt, diese Alltagskommunikation mit deinem Tier, die ist schon längst da, die darf nur bewusster werden. Also es geht eigentlich nur darum, ein Stück weit mehr den ganz bewussten und direkten Zugang zu seinen Fähigkeiten zu bekommen, herauszufinden, was ist meine Stärke, was ist meine Art der Wahrnehmung, weil es so viele verschiedene Arten der Wahrnehmung gibt. Nicht jeder sieht Bilder, innere Bilder, nicht jeder fühlt etwas, manche wissen einfach etwas, und dass man da den Zugang dazu bekommt und das bewusster lenken kann für sich und es bewusster einsetzen kann und auch bewusster hinterfragen kann, wann ist es wirklich eine Wahrnehmung und wann ist es nur in meinem Kopf und eine Schlussfolgerung. Und das herauszufinden ist bei mir ein großer Aspekt immer im ersten Modul, wenn Menschen bei mir Tierkommunikation lernen oder eben in der Ausbildung sind, da wirklich herauszufinden, immer feiner zu werden, immer, was ist meine Art der Wahrnehmung, und ich lerne sie wie ein Instrument zu spielen und anzunehmen und zu erkennen. Ich habe dazu ja schon einige Podcast-Episoden gemacht. Ich möchte mich da jetzt gar nicht zu sehr wiederholen und nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Also zum Beispiel die Podcast-Episode 103 und 160, da bin ich schon eingegangen auf die Themen, wie schwer ist es denn wirklich, Tierkommunikation zu lernen, was gibt es zu beachten, was ist eigentlich, also warum ist das so sehr eine Mindset-Sache, weil man sich eben sehr selbst im Wege steht, also sich zum Beispiel denkt, oh, ich kann das nicht. Und wie kannst du das überwinden? Also wenn dich das, dieser Aspekt von, wie kann es denn gehen, wie kann es leichter gehen, Tierkommunikation zu lernen, wenn dich das interessiert, dann hör dir auf jeden Fall auch diese Episoden an. Ja, und da ist einfach auch mir total wichtig, also wenn ich Tierkommunikation mit Menschen mache, sage ich mal, dass sie das erlernen können, wie auch immer man es nennen möchte, dass sie den Zugang zu ihren Fähigkeiten bekommen, dann gebe ich gerne wirklich die volle Bandbreite von allen Arten von Tierkommunikation. Denn es gibt eben nicht nur diese eine Tierkommunikation, wo man zum Beispiel was aufschreibt, was man von einem Tier empfängt, sondern es gibt ganz viele Arten. Und jeder hat da eben wieder so seinen Bereich, wo er sagt, ah ja, das fällt mir leicht. Und da wird dann jeder einfach, ja, durchaus probieren, herausfinden, was es meint. Und es kann sich später auch nochmal verändern. Also es könnte sein, dass du später vielleicht merkst, oh, am Anfang hat es mir mehr gelegen, mich einfach mit einem Tier zu verbinden und intuitiv aufzuschreiben, was da kommt. Und jetzt inzwischen gehe ich lieber zum Beispiel an die Stelle, an die Pferdestelle vor Ort und arbeite direkt dort vor Ort mit Mensch und Pferd oder auch was ganz anderes. Genau. Das wäre also für dich erstmal der erste Punkt, was, wenn du es schon längst kannst und es geht jetzt nur darum, dich selbst mehr kennenzulernen, deine Fähigkeiten mehr kennenzulernen, deine Art, wie du Informationen empfängst. Und das ist das Schöne.
Du wirst wirklich einen ganz anderen Zugang zu dir selbst und auch zu deinem eigenen Tier, falls du aktuell ein eigenes Tier hast, bekommen. Also bei mir ist es nämlich auch immer so, die Kommunikation mit den eigenen Tieren ist mit inbegriffen. Ja, dann ist die Frage, die hatte ich gestern erst am Telefon von einer Interessentin, die sich jetzt auch angemeldet hat zu der Ausbildung. Und das war die Frage, habe ich denn genug Zeit zu lernen, beziehungsweise so diese, ja, eben die Frage, ich habe einen vollen Alltag, ich habe viel zu tun und werde ich das denn schaffen, da immer dran zu bleiben? Werde ich das schaffen, die Zeit dafür zu haben, zu üben und so weiter und so fort? Und da sage ich immer, es kommt nicht darauf an, also viele haben ja da noch so im Kopf eben diese Art von Lernen wie in der Schule. Du musst jetzt hier das ganze Buch auswendig lernen, du musst alles perfekt können, du musst dich ganz viel damit befassen. Was, wenn es nicht darum geht, dass du jetzt jeden Tag 5 Stunden dafür brauchst und machen musst, sondern es geht eigentlich darum, konstant dran zu bleiben. Ist egal, ob das jetzt jeden Tag ist oder nur jeden zweiten Tag oder wie auch immer, aber einfach ein Stück weit auch im Alltag anzufangen, offener zu werden. Denn du wirst da nicht nur lernen, mit Tieren zu sprechen, sondern du wirst auch lernen, Energien generell leichter zu lesen. Also zum Beispiel, wie sind andere Menschen drauf? Was strahlen sie aus? Wie geht es ihnen gerade? Und da einfach feinfühliger zu werden und eben auch die eigene Intuition klarer zu verwenden. Und das ist was, was man wirklich immer und überall im Alltag machen kann. Also da braucht es nicht, dass man sagt, so, und ich muss mir jetzt heute noch eben 5 Stunden nehmen, um zu üben. Sondern das kann man auch auf dem Weg zur Arbeit oder in der Arbeit oder wie auch immer, wo auch immer du dich im Alltag so aufhältst, kann man auch dort machen. Das ist einfach das Schöne. Genau, und dann ist ja auch noch die Frage, wenn du jetzt Tierkommunikation lernst, wie lange dauert das denn, bis du erste Erfolge hast? Also ich sage immer, bis es Klick gemacht hat. Denn das ist eben dieser Schalter im Kopf, der sich irgendwann umstellt. Also am Anfang zweifelst du an dir und deinen Fähigkeiten. Das beobachte ich ja immer wieder bei den Anfängern. Das ist so schön zu beobachten. Am Anfang kommen natürlich noch viele, ich sage jetzt mal, Kopffragen. Kann ich das? Kriege ich das hin? Oh nee, bei mir kommt nichts. Und man ist dann so ein bisschen angestrengt, man ist innerlich zu und möchte es aber unbedingt und macht sich vielleicht auch schon ein bisschen Stress von wegen, oh, die anderen, die haben jetzt schon das und das und ich habe das noch nicht. Und fängt an, sich zu vergleichen. Und gerade an diesen Punkten ist es super wichtig, deswegen coache ich halt auch immer die Teilnehmer, dass man da sich gut beobachtet und dann sagt so, Moment, jetzt verkrampfe ich gerade wieder, jetzt bin ich es gerade zu sehr, jetzt denke ich wieder, oh, ich kriege das nicht hin oder mache mir selbst Druck, vergleiche mich mit anderen. Und da ist dann immer so ein Punkt, wo es so wie Klick macht, dann geht auf einmal der Kanal, den du hast, also deine Wahrnehmung, voll auf und du hast vielleicht auch ein, zwei Erfolgserlebnisse. Du hast da was übersetzt von dem Tier und weißt gar nicht, stimmt das nicht, aber kriegst einfach ein tolles Feedback von dem Tierhalter. Das ist ja mal so das, womit wir arbeiten. Man übt dann eben auch mit den Tieren der anderen, bekommt dann Feedback, ist das stimmig, passt das zu dem Tier und ist dann ja, konnte es vorher gar nicht abschätzen, ist das jetzt richtig, ist das falsch? Du bekommst aber ein tolles Feedback und bekommst es vielleicht immer öfter und öfter und öfter und merkst dann, oh, guck mal, es geht ja einfach. Und das ist dieser Punkt, wo man ein Stück weit die Kontrolle auch loslassen darf, von wegen, oh, mache ich das richtig, mache ich das richtig, mache ich das richtig? Nein, dann arbeite ich immer viel mit den Teilnehmern, dass man da erstmal sagt, okay, Moment, entspannen. Ich entspanne mich jetzt und ich erlaube mir einfach mal das, was ich da jetzt gerade empfange, auf Papier zu schreiben bzw. auszusprechen, wenn ich mündliche Tierkommunikation mache. Und ja, da einfach loszugehen, sich zu trauen, über diese Schwelle dieser Zensierung, genau, zu springen, wo man sich sagt, ah nee, ich kann das wieder nicht, einfach zu sagen, so, ich mache das jetzt. Und wenn es falsch ist, ist auch nicht schlimm, aber ich lerne ja wieder was davon. Und das ist meist so ein ganz unbewusster Prozess. Also dann auf einmal kann man es dann plötzlich, sag ich mal, und merkt dann, oh ja, guck mal, eigentlich ist es ja gar nicht so ein Thema, wie ich immer daraus gemacht habe. Und wie lange das dauert, das ist bei jedem unterschiedlich. Also bei manchen, die haben das schon nach 2, 3 Wochen, oder haben halt einfach, also manche haben halt auch so diesen Effekt, dass sie merken so, oh, ach, das ist Tierkommunikation. Das ist ja das, was ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang mache. Also viele haben eben schon
diese Kommunikation eh da und die wundern sich dann in einem Tierkommunikationskurs, dass das ja gar nichts, wer weiß was Aufregendes ist, sondern dass es einfach genau das ist, was sie die ganze Zeit schon machen, wo sie halt nur nicht wussten, was genau das ist oder wie man es nutzen kann. Und solche Menschen gibt es, aber auch welche, die halt sehr lange dann erstmal an sich zweifeln, wo wir dann mehr Mindset-Arbeiten machen und wo es dann vielleicht jetzt also ein paar Wochen mehr einfach dauert, die aber dann später merken, oh, guck mal. Oder auch in späteren Modulen, also bei uns in der Ausbildung ist es ja so, man macht am Anfang Tierkommunikation, dann macht man danach Körperflüstern mit Tieren und dann noch systemische Aufstellung und Coaching. Und der eine hat mehr bei der einen Methode den Zugang, der andere mehr bei der anderen. Und irgendwie ergänzt es sich dann aber und geht so alles ineinander. Also da sage ich immer, lass dich, wenn du eine Ausbildung machst, einfach auf diesen Prozess ein und immer wieder eben raus aus dem Vergleich mit den anderen und probier es einfach aus. Das ist so viel wert, die eigenen Erfahrungen zu sammeln und eben auch, ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn man mal scheinbar Misserfolge hatte, weil man da so viel draus lernt. Wenn du noch mehr über das Thema wissen möchtest, wenn du ein sogenannter Kopfmensch bist oder vielleicht auch sehr sensibel, hochsensibel, wie auch immer, wir haben in der Podcast-Episode 159 da noch mehr Tipps, wie es dann auch geht, die Tierkommunikation zu erlernen. Ja, und schließlich der Punkt, die Frage, bin ich nicht vielleicht zu alt, um das zu lernen? Da kann ich ganz klar sagen, nein, du bist nicht zu alt. Also aufs Alter kommt es überhaupt nicht an. Manchmal hat man vielleicht sogar auch noch mehr Lebenserfahrung, die man mitnehmen kann. Es lohnt sich auch, wenn man andere Bereiche schon kennt, zum Beispiel in der Arbeit mit Menschen oder so oder energetisch schon gearbeitet hat. Das kann alles, also du kannst alles hinterher in deine Arbeit mit integrieren und es wird alles gebraucht. Also macht euch da keinen Stress. Dann natürlich die Frage, wenn ich doch jetzt schon ja, älter bin, was auch immer das ist, also das ist ja auch eine Ansichtssache, dann kann ich dann auch ein Business aufbauen. Du kannst mit jedem Alter ein Business aufbauen, gerade auch eins, was jetzt nicht körperlich anstrengend ist, und wo du dir die Zeit selbst einteilen kannst. Es geht natürlich nur dann darum, eben zu schauen, was passt zu dir, was passt nicht zu dir. Vielleicht hast du dann keine Lust, einen TikTok-Kanal aufzumachen. Das habe ich ehrlich gesagt auch schon nicht. Und ist auch nicht so meine Welt, aber vielleicht möchtest du was anderes machen oder vielleicht möchtest du das nebenbei machen. Und es geht gar nicht darum, da jetzt das Riesenbusiness zu starten. Also es gibt für jeden eine Art, die zu ihm passt. Und es gibt sogar auch Menschen, die schon bei uns die Ausbildung gemacht haben und die dann hinterher gesehen haben, ja, also die Selbstständigkeit an sich ist nichts für mich, aber ich kann jetzt das Wissen, was ich habe, in meine Arbeit integrieren. Zum Beispiel Menschen, die mit Kindern arbeiten, als Erzieher arbeiten oder in der Schule arbeiten, dass sie dieses Wissen von den Tieren über die Tiere und auch wie man mit Menschen arbeitet, das ist bei uns ja auch ganz viel in der Ausbildung, dass sie das einfach mitnehmen konnten in ihren sonstigen Job. Und zum Beispiel eben dann auch mal mit Kindern und Tieren was gemacht haben. Und aber als Angestellter. Und das ist auch eine tolle Sache. Ja, und mir ist einfach super wichtig beim Lernen von Dingen, finde deinen Weg. Immer und immer wieder. Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel Inhalte, Lerninhalte gebe oder ein Skript vorgebe, was man nutzen kann. Ich finde es immer super, wenn die Teilnehmer da so ein bisschen hin und her springen und immer gucken, was interessiert mich jetzt gerade, weil ich bin davon überzeugt, dass wir am besten dann lernen, wenn wir aus so einer intrinsischen Motivation heraus arbeiten. Also wenn wir uns sagen, wo, was möchte ich jetzt gerne lernen, was möchte ich als nächstes erfahren, was interessiert mich, was habe ich vielleicht auch gerade in meinem Leben, also welches Thema. Das war sehr oft so, dass Menschen Themen, die sie jetzt gerade hatten, mit ihren Tieren in die Ausbildung integriert haben. Also, dass da vielleicht gerade ein Tier gegangen ist und dass wir aber super dann alle Sterbebegleitung machen konnten mit diesem Tier. Und dass es genau gerade richtig war, dass sie an diesem Punkt in der Ausbildung waren, weil wir dann gut unterstützen konnten und einfach dieser Zusammenhalt in der Gruppe auch gut war. Und ja, da kommen schon die Themen, die gerade relevant sind und einfach dann mit denen arbeiten und der Rest ist immer da auch als Wissen im Hintergrund. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Skript bekommt, da kann man das ja hinterher immer noch mal nachlesen an anderen Stellen. Gut, dann ist so die Frage, wenn du jetzt dann anfängst, mit Mensch und Tier zu arbeiten,
egal ob das jetzt erstmal privat ist, im privaten Umfeld oder eben, wenn du sagst, nee, ich möchte in Richtung Business gehen. Du wirst aber natürlich, sowohl wenn es eine gute Ausbildung ist, schon während der Ausbildung mit Mensch und Tier arbeiten, also da vielleicht noch nicht unbedingt einen Preis dafür verlangen, es sei denn, wie weit du halt schon bist und schon super sicher bist, kannst du das machen. Aber wenn du noch mehr so in Ausbildung bist, sag ich mal, da was lernst, dann wirst du trotzdem schon mit Mensch-Tier-Teams arbeiten und deine Erfahrung sammeln. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie gehe ich denn um mit emotional schwierigen Themen? Also da wird vieles, und das ist halt einfach so, da wird vieles auch hochkommen an emotionalen Themen zwischen Mensch und Tier, die du begleitest. Denn ja, viele Menschen haben einfach eine ganz besondere Beziehung zu ihrem Tier und das wissen wir alle. Und da sind halt auch mal schwierige Themen dabei oder auch mal Dinge, die einen in den Wahnsinn treiben, wenn das Tier irgendein Verhalten nicht aufhört oder keine Ahnung was. Oder eben auch, wenn ein Tier geht, ist es natürlich auch traurig. Und das sind Themen, wo man schon bereit sein muss, Menschen darin zu begleiten. Ich hatte damals, als ich angefangen habe als Tierkommunikatorin, da habe ich gemerkt, meine Ausbildung, das war eben nur die Tierkommunikation, die reicht bei weitem noch nicht dafür aus, jetzt Mensch und Tier mit denen im Team zu arbeiten. Ich wusste nicht, wie ich mit emotional schwierigen Themen bei Menschen umgehe, auch weil ich nicht so viel Menschenkenntnis hatte und mir Menschen so ein bisschen suspekt waren. Und ja, da war es für mich total wichtig, mir noch ganz viel Zusatzwissen zu holen. Ich habe ja dann viel im Bereich Energiearbeit, aber auch Coaching, systemische Arbeit und so weiter mich weiterentwickelt und gebe auch heute in meiner Ausbildung all diese Dinge weiter, weil ich denke, dass es nicht so viel Sinn macht, wenn man jetzt eine schöne Botschaft übersetzen kann von dem Tier, aber der Mensch, der dazugehört, nicht weiß, wie er die Dinge umsetzen soll und du ihm auch nicht helfen kannst. Deswegen macht es für mich einfach total Sinn, die Tierkommunikation niemals alleine einfach nur zu nehmen, sondern gleich auch ganzheitlich andere Bereiche dazuzunehmen. Wenn die in der Ausbildung integriert sind, ist es super. Oder halt ansonsten sich weiterzubilden. Also es ist halt einfach auch ein Beruf, wo man sich immer weiterbilden darf. Klar, irgendwann musst du natürlich auch mal sagen, so jetzt habe ich erstmal genug, um wirklich zu starten, um auch Dinge anzubieten und bilde mich nebenbei weiter. Das darfst du natürlich immer machen, dass man jetzt nicht nur Ausbildung sammelt, aber trotzdem, es geht eigentlich wie in jedem Beruf darum, immer feiner zu werden, immer besser zu werden und ja, auch ein Stück weit mit dir selbst sehr viel zu arbeiten. Ich mag das einfach total, den Menschen auch Coaching-Tools an die Hand zu geben, mit denen sie sich selbst unterstützen können. Denn für mich ist ein Coach nur wirklich gut, wenn er eben auch selbst reflektiert ist und ja, mit sich selbst arbeitet, ist immer so ein blödes Wort, aber eben mit sich selbst einfach präsent ist und merkt so, hey, okay, guck mal, zum Beispiel hier habe ich ein Thema. Jetzt habe ich eine bestimmte Ansicht über bestimmte Hunderassen zum Beispiel, wenn die zu mir kommen. Dass ich dann schon denke, oh nee, das ist ja eine schlechte Hunderasse oder das geht nicht oder das darf nicht. Und dann bewerte ich vielleicht Mensch und Tier. Und das geht überhaupt. Also in dem Moment, wenn ich meine Bewertung da drauflege, was mache ich dann mit meinen Kunden? Die fühlen sich nicht gesehen und sie fühlen sich bewertet und man kommt nicht weiter, weil ich dann so die feste Meinung habe, das muss aber so und so gehen. Und vielleicht haben sie eine ganz andere Lösung, die sich aber nur zeigen kann, wenn man da mal so sein eigenes Ding rauslässt und erlaubt, dass sie selbst ihre Lösung finden. Und das ist ein Riesenaspekt, so diese Arbeit, das Coaching mit sich selbst, selbst zu gucken, was habe ich da vielleicht auch und dass ich auch, wenn es jetzt emotional herausfordernde Themen sind, die sich da zeigen, natürlich immer wieder gucken, dass man sich nicht selbst zu sehr da reinziehen lässt. Also, dass du halt einfach schaust, wenn das jetzt ein Thema ist, was dich selbst auch irgendwie betrifft, weil du es kennst von deinem Tier und dir, dass du da nicht zu sehr reingehst mit den Emotionen. Also, das lernen die Teilnehmer dann auch mal wieder. Wie kann ich einfach mehr der Beobachter sein, der neutrale Beobachter? Und einfach da zu sein für Mensch und Tier und ja, meine eigene Geschichte ein Stück weit rauslassen.
Dann ist auch noch die Frage in der Arbeit mit Mensch und Tier, die viele Menschen haben, die Tierkommunikator werden wollen. Gibt es denn schon genügend Menschen, die offen dafür sind? Ich kenne nur Menschen in meinem Umfeld, die mehr ja, mit Druck arbeiten, denen das eigentlich auch egal ist, was mit ihrem Tier los ist und die es gar nicht wissen wollen oder die sich denken, was für ein Quatsch, man kann doch nicht mit Tieren sprechen. Ja, natürlich gibt es solche Menschen, die wird es auch immer geben und was, wenn das auch okay ist. Und trotzdem, es hat sich so viel verändert. Also ich habe jetzt eben 2014 angefangen mit dieser Arbeit und da war die Tierkommunikation, die gab es natürlich schon längst. Es ist jetzt auch keine total neue Sache, aber es war nicht so verbreitet, es war nicht so bekannt und ja, es wird immer leichter. Genauso wie ich mich auch seit, ich glaube, seit 2013 überwiegend eben pflanzlich ernähre. Da war es so am Anfang so schwer, was zu finden im Supermarkt, außer Obst und Gemüse natürlich. Und jetzt gibt es überall vegane Sachen. Also, das ist, du kreierst über dein Bewusstsein, über das, was du wählst, über das, was du anbietest, natürlich auch mit den Menschen zusammen. Und ja, da darf man einfach ein Stück weit dranbleiben und auch ganz klar, da komme ich noch im Business-Teil gleich dazu, dass man ganz klar seine Zielgruppe kennt und mit denen arbeitet. Die anderen brauchen wir gar nicht. Die haben wieder andere Menschen, wo sie hingehen. Und du musst auch nicht mit jedem arbeiten. Also das ist vollkommen okay. Und da sind immer mehr Menschen, die auch offen dafür sind. Also da kein Stress dir machen. Natürlich ist es ein bisschen leichter, wenn man jetzt wie ich ein Online-Business aufbaut. Ich habe ja eben überall Kunden und das ist natürlich ja, ein Riesenvorteil, weil die dann nicht direkt bei mir um die Ecke wohnen müssen und von überall herkommen können. Und dennoch, es gibt auch Menschen, die lokal ein Business aufbauen, das funktioniert. Und da wiederum kann man dann eben, wenn man noch Zusatzwissen hat, wenn man zum Beispiel auch noch Tierheilpraktiker ist oder Tierarzt, es gibt immer mehr Tierärzte, die mit Tierkommunikation arbeiten. Wie cool ist das denn? Also, das hätte ich auch nie gedacht vor ein paar Jahren. Und wenn du dann halt dieses Zusatzwissen in einzelnen Bereichen hast oder auch noch Hundetrainer bist, dann ist es einfach mega. Und trotzdem brauchst du es nicht von Anfang an. Aber trotzdem, du wirst einfach dann dein Ding entdecken. Und wenn du begeistert bist von dem, was du tust, wenn es dich interessiert, dann wirst du sowieso dich immer weiterentwickeln. Also ich bin so jemand, der dann immer noch besser und besser und besser werden will und immer noch mehr Lösungen anbieten möchte und immer noch verfeinert. Und das wirst du auch, wenn du deinen Weg in deiner Tierberufung gehst. Und dann wird es immer einfacher auch für Menschen, dass sie dich finden können. Dann noch der Bereich Umgang mit Kunden, mit Menschen generell, wenn man vielleicht auch ein bisschen unsicher ist noch mit Menschen und dass man sich selbst was zutraut. Also das ist so ein Thema, das hatte ich auch sehr stark am Anfang so, kann ich jetzt wirklich helfen? Kann ich wirklich unterstützen? Was ist, wenn Menschen mal, wenn Kunden mal an mir zweifeln oder sagen, oh nee, das war jetzt aber nicht gut? Das ist etwas, was du eigentlich nur durch Übung natürlich auch ein bisschen dein eigenes Mindset beobachten und immer, wenn du an dir zweifelst, das dann in dem Moment verändern, drehen. Aber am besten geht es halt dadurch, dass du die Erfahrung sammelst, dass du einfach immer wieder über deinen Schatten springst, immer wieder weitermachst und natürlich auch, dass man ganz klar ist, mit wem kann ich gut arbeiten und mit wem nicht. Das passt ein bisschen zu dem, was ich eben gesagt habe. Also vielleicht kannst du gar nicht helfen, wenn jemand die Erwartungshaltung hat, ich gehe da jetzt hin, ich drücke mal meinen Hund, ich drücke mal die Leine in die Hand derjenigen und dann soll die das mal machen für mich, dass mein Hund danach gehorcht. Mit solchen Menschen kann ich selbst auch nicht arbeiten. Da werde ich auch keine guten Ergebnisse erzielen. Und da muss man auch für sich definieren, was ist denn eigentlich ein Ergebnis in meiner Arbeit? Also bei mir zum Beispiel ist nicht das Ergebnis, dass ich sagen kann, und hinterher wird dein Tier auf jeden Fall machen, was du möchtest, sondern das Ergebnis ist, wir stärken das Vertrauen zwischen euch, wir stärken die Verbindung zwischen euch. Du wirst dir wieder mehr zutrauen, du wirst dein Tier intuitiver verstehen und ihr findet dann einen Weg, der für euch beide passt. Und das ist bei mir das Ziel. Bei dir ist es vielleicht noch mal was anderes, aber das wirst du dann mit der Zeit herausfinden. Hilft natürlich eben, wenn du schon, bevor du die Ausbildung anfängst, dir einfach bewusst machst, warum möchte ich die denn überhaupt machen? Was möchte ich damit hinterher machen? Was möchte ich hinterher in die Welt bringen? Ja, also da du wirst mit der Zeit dann auch immer besser. Und es kann auch helfen, sich gut zu vernetzen, wenn du eine Ausbildung hast, wo du gemeinsam mit Menschen
da durchgehst, was ja in der Regel so ist in der Ausbildung, dass man die jetzt nicht alleine macht, sondern dass da andere sind, dann schau doch, dass du dich schon vernetzt von Anfang an, dass du schaust, was kann ich gut, was können die anderen gut und dass du auch ganz klar hast, in welchen Fällen kannst du helfen und wann nicht. Also wenn zum Beispiel Sterbebegleitung nicht so deins ist oder mit vermissten Tieren arbeiten nicht so deins ist, vielleicht gibt es jemand anderen, der sagt, oh, da, genau das finde ich voll gut und das kann ich voll gern oder voll leicht fällt mir das. Und dann kann man sich untereinander vernetzen, kann sich auch gegenseitig empfehlen, immer dann, wenn man selber nicht weiterkommt. Und das ist nicht unprofessionell, das machen auch die Tierprofis so. Genauso wie beim Arzt, der sagt ja auch nicht, ein HNO-Arzt sagt ja auch nicht, ja, ich mache dann mal chirurgische Eingriffe, auch wenn ich die nicht kann oder was weiß ich. Sondern dann sagt man natürlich, ich verweise sie so lange an einen Kollegen, danach können sie wieder zu mir zurückkommen. Und ja, so ist es halt einfach. Schau, wie kannst du dich mit anderen zusammentun? Es ist die Zeit des Vernetzens. Auch das ist etwas, was ich bei meinen Teilnehmern so früh wie möglich unterstütze. Denn wir machen immer Projekte zusammen in der Ausbildung, wo man dann schon selber auch etwas sich selbst erfahren kann. Also zum Beispiel ein Buch schreiben, wo dann jeder auch so seinen Bereich hat. Der eine schreibt eben zum Beispiel über das Thema, wenn ein Tier alt wird, der nächste schreibt über das Thema Beziehung zu deinem Tier, wie kommunizierst du mit deinem Tier? Und da hat jeder so seinen Bereich. Die können sich natürlich auch nochmal verändern im Laufe der Zeit, aber man ist schon vernetzt. Man hat etwas auf die Beine gestellt, man hat hinter ein Ergebnis, das ist immer das Schöne, wenn man dieses Buch zum Beispiel in der Hand hält hinterher oder den Online-Kurs, wenn der fertig ist und da auch wirklich dann Kunden hat. Und ja, man merkt schon mal, wie ist das denn so, im Team zu arbeiten? Heißt nicht, dass du jetzt eben dein Business zusammen mit anderen gründen musst, aber man kann da wirklich immer gut gucken, wo kann man sich gegenseitig supporten, wo gibt es Überschneidungspunkte und trotzdem darf natürlich jeder in seinem eigenen Business erstmal für sich stark werden. So, ich habe mal das Licht angemacht. Es ist unglaublich dunkel, obwohl es gerade mal mittags ist. Ah, ja, aber gut, machen wir weiter. Das Licht geht an und wir reden über den Business-Part. Also da machen sich ja auch manche Gedanken, gerade wenn du jetzt vielleicht gerade noch nicht selbstständig bist, noch nicht in dem Bereich arbeitest. Na klar, macht man sich da Gedanken, werde ich da Fuß fassen können? Ist das was für mich? Und das ist auch erstmal eine Frage, die ich dir am Anfang mitgeben möchte. Bist du der Typ, um ein eigenes Business aufzubauen? Du kannst dazu gerne mal unser Buch Lebe deine Berufung im Tierbusiness. Da haben wir das in der Tiefe, schauen wir uns das an. Also da geht es wirklich darum, wie findest du die passende Ausbildung für dich? Wie findest du heraus, ob du der Business-Typ bist? Wie baust du danach dein Business auf, wenn es dann zu dir passt? Und da kannst du wirklich auch mal schauen, da gibt es viele Möglichkeiten. Also da ist es halt nicht nur schwarz und weiß. Entweder du kannst Business oder du kannst es nicht. Nein, du kannst alles lernen, wenn du das möchtest. Und es gibt ja auch, wie ich eben schon gesagt habe, verschiedene Modelle. Aber trotzdem schau dir mal an, bist du jemand, der sich gerne selbst organisiert? Bist du jemand, der gerne dranbleibt, der auch dann dranbleibt, wenn erstmal noch nicht die Riesenergebnisse kommen? Bei mir hat es halt ein paar Jahre gedauert, das Business aufzubauen, aber ich hatte da halt auch gewisses Wissen noch nicht, das ich heute natürlich weitergebe. Also ihr könnt alle davon partizipieren, dass ich gewisse Umwege in meinem Business am Anfang gelaufen bin und es am Anfang eben nicht so geklappt hat. Das sind alles Abkürzungen, die ich heute natürlich gerne weitergebe. Genau, und da einfach mal schauen. Also wenn du jetzt wirklich hauptberuflich dein Business aufbauen möchtest, also wenn du sagst, ich möchte auf jeden Fall finanziell davon leben können, dann brauchst du natürlich noch ein bisschen mehr. Dann wirst du auch mit Einzelsitzungen alleine nicht weiterkommen. Dann braucht es noch weitere Einkommensquellen dazu, zum Beispiel Seminare geben, Online-Kurse, Bücher, was auch immer. Also dann darf man da auch noch mal gucken, was kann ich denn zusätzlich noch dem Ganzen hinzufügen, damit ich jetzt nicht nur Zeit gegen Geld tausche und nicht nur eins zu eins mit einzelnen Kunden da sozusagen sitze, denn das wird dann einfach zu viel von der Zeit her und auch da muss man zu viele Einzelkunden akquirieren. Und ja, aber das ist etwas, was man dann
mit dem weiteren Businessaufbau sich noch anschauen kann. Wenn du erstmal sagst, nö, also das kommt mir jetzt noch nicht so auf das Finanzielle an, ich bin da gerade unabhängig, habe vielleicht noch viel Geld oder mein Partner ist der Hauptverdiener bei uns aktuell und es ist jetzt gerade nicht so das Thema oder ich habe einen anderen Beruf und ich möchte das einfach nur so nebenbei machen, dann sammel einfach deine Erfahrungen und fang einfach an, das nach und nach aufzubauen. Und da ist natürlich eine Frage, die auch immer wieder gestellt wird: Wie finde ich denn die passenden Preise? Wie erlaube ich mir überhaupt Geld zu nehmen für das, was ich da anbiete? Ganz wichtig, mach dir bewusst, dass du jetzt eine Dienstleistung anbietest, also dass du Wert bringst in die Welt. Schau dir mal an, welchen Wert genau du da in die Welt bringst. Wenn man sein Tier versteht, wenn man sich keine Sorgen mehr machen muss um sein Tier, wenn man ja, vielleicht Harmonie hat mit seinem Tier, wenn das Tier ein gewisses Verhalten aufhören kann oder ein Trauma abgelegt hat oder Ängste abgelegt hat, wie viel ist das denn bitte wert? Total viel. Und da ist es natürlich, also ich finde es ganz natürlich, wenn man am Anfang weniger nimmt und das mit der Zeit steigert, auch mit der Erfahrung, die du hast, auch mit den Zusatzqualifikationen, die du hast. Also wenn du neue Ausbildung gemacht hast, dann dürfen die Preise mit der Zeit steigen. Es gibt für mich keine richtige Antwort, was der richtige Preis ist. Man kann natürlich mal gucken, was andere dann nehmen, aber ich würde mich dann nicht zu sehr dran orientieren, weil wie willst du das wieder abwägen? Du bist du, die anderen sind die anderen und du weißt auch gar nicht, wie viel Erfahrung die jetzt wirklich haben, wie viel Kunden die wirklich haben. Also manch einer hat dann vielleicht mal so ein Hochpreis-Coaching mitgemacht, wo einem gesagt wurde, mach direkt dein erstes Angebot für 10.000 Euro und wo du dann denkst, wow, so viel nehmen die für ihre Sachen, aber eigentlich kauft da halt keiner, weil keiner da, ja, also die haben halt keine Kunden, aber es steht dann auf der Webseite 10.000 Euro für ein Coaching oder was auch immer. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde danach gehen, womit fühlst du dich wohl, aber was ist trotzdem außerhalb der Komfortzone? Denn es gibt Menschen da draußen, die dann sagen, ach ja, mich eingeschlossen. Ich hatte auch angefangen, ich hatte damals 3 Stunden gebraucht für eine Tierkommunikation, ein Tiergespräch. Was habe ich dafür genommen? 25 Euro. Und spür mal da rein, was ist sozusagen 25 Euro für einen Kunden wert? Sagt man dann wirklich, boah, jetzt habe ich 25 Euro ausgegeben für ein Tiergespräch, jetzt werde ich mein Leben komplett verändern mit meinem Tier? Oder ist es eher so, ach ja, war mal ganz nett. Und was machen wir als nächstes? Wollen wir vielleicht noch eine Tierkommunikation irgendwo anders buchen? Aber so richtig umsetzen tue ich das eh nicht. Also auch das ist immer ein Faktor. Welche Veränderungen bewirkt es eben bei den Menschen und welchen Preis dürfen sie auch zahlen, damit sie wissen, ja, ich habe das jetzt bewusst gewählt, dass ich das machen möchte und das ist es mir jetzt auch wert und ich werde dann auch die Dinge, die da zu verändern sind, die werde ich umsetzen. Da kannst du ruhig mal mit verschiedenen Preisen spielen, darf auch am Anfang natürlich Einführungspreise machen, dann klar kommunizieren, bis da und dahin ist es günstiger und danach werde ich die Preise anheben und schau doch einfach mal, also ich mache das immer gerne so mit meinen Teilnehmern, dass wir mehrere Angebote ausarbeiten, dass es wirklich ein Angebotsfeld wird, dass Menschen mal, die mehr schnuppern oder einfach mal ausprobieren wollen, dass die etwas Kleines bekommen können, wo sie auch schon mal gucken können und die Arbeit kennenlernen können, dass die natürlich noch viel mehr Unterstützung und mehr in die Tiefe haben wollen, dass du mit denen natürlich auch mehr und intensiver arbeitest und dass es dann ein anderer Preis ist. So kann jeder für sich wählen, was für ihn passt. Und ja, auch dazu zum Thema Preise findest du noch viel, viel mehr erklärt in unserem Buch, wenn dich das interessiert. Und zuletzt natürlich das Thema sichtbar werden, Werbung machen, gefunden werden. Wie klappt das denn? Also da habe ich mir auch so viele Gedanken drüber gemacht, als ich angefangen habe. Und ich habe alles Mögliche, was man so macht, gemacht. Und ich kann nur sagen, auch da wieder sammle deine Erfahrungen. Schau erstmal, was fällt dir leicht, was liegt dir, welche Art dich auszudrücken liegt dir. Ist es, dass du auch wie ich Videos zum Beispiel drehen möchtest? Oder ist es eher, dass du schreibst? Welche Art von Informationen kannst du in die Welt bringen? Wie kannst du den Menschen schon mal ein bisschen zeigen, was du kannst? Und
Ja, dann kann man einfach mal mit ein, zwei Kanälen anfangen und schauen. Und schauen, wie funktioniert das bei mir? Klappt das? Kommen die Menschen darüber? Wo hält sich meine Zielgruppe denn überhaupt auf? Auf welche Art und Weise möchten Sie Ihre Infos konsumieren oder wollen Sie sich informieren darüber, wenn Sie Hilfe brauchen? Da wirst du dann in der Tiefe nochmal dich damit auseinandersetzen können, wie deine Zielgruppe tickt und wo die zu finden ist und wo da die Überschneidung ist. Wo du sagst, ja, da halte ich mich auch gerne auf. Es gibt Menschen, die sind super gute Verkäufer, sag ich jetzt mal, im Real Life. Also wenn du Menschen an der Kasse triffst und mit denen plötzlich ins Gespräch kommst und jetzt nicht die Absicht hast, so jetzt muss ich hier allen eine Tierkommunikation verkaufen, das meine ich damit nicht, sondern du bist einfach du sprichst mit Menschen und irgendwie kommt das Gespräch dann darauf, oh, sie haben ein Tier und sie haben gerade ein Problem und du kannst sagen, ja. Da habe ich eine Möglichkeit, ohne dass das jetzt so unangenehm ist. Also ich zum Beispiel kann sowas nicht. Bei mir wirkt das nicht natürlich. Aber es gibt ja Menschen, die einfach dadurch, dass sie mit Menschen sprechen, schon total in Kontakt kommen. Und ja, so ist jeder einfach unterschiedlich. Schau, womit fühlst du dich wohl? Auch da zum Thema Marketing haben wir eine ganze Tier-Business-Akademie. Also wenn du da Unterstützung brauchst. Da mag ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber ja, erlaub dir einfach da, dass du so einzigartig bist. Also auch wenn du jetzt denkst, es gibt schon so viele Tierkommunikatoren da draußen, aber es gibt noch nicht dich. Es gibt noch nicht dich mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Art, das rüberzubringen, mit deiner Art, vielleicht auch sichtbar zu werden, mit Menschen in Kontakt zu sein, Lösungen zu bieten. Und genau das ist halt das Relevante. Also, dass du schaust, wo kannst du dich da sehen? Was würde dir Freude machen? Was macht dir auch so viel Freude, dass du sagst, dass du da auf Dauer dranbleiben kannst? Genau das ist es nämlich auch. Also ein Business braucht einfach auf Dauer dran zu bleiben, aber mit Freude dran zu bleiben. Also nicht so, oh nein, jetzt habe ich schon das und das gemacht, sondern ja, es ist einfach meine Sache, die ich in die Welt bringen will, ist zum Beispiel, dass Mensch und Tier sich mehr vertrauen oder dass da mehr Bewusstsein reinkommt, bei den Menschen, wie Tiere die Welt sehen und dass wir vielleicht auch noch mal anders mit ihnen umgehen könnten. Schau einfach, was dein persönlicher, Antrieb ist, über Jahre dran zu bleiben. Und dann kann es eine schöne Arbeit sein. Du bekommst auch so viel zurück. Also es gibt immer so viele Menschen, die dankbar sind. Und die einem da ein Feedback geben, ja, dass sich das Leben total verändert hat mit ihren Tieren. So viel dazu. Ja, wenn dich das interessiert, wie gesagt, wir fangen am 21.03. wieder an mit der nächsten Ausbildungsrunde. Und du kannst auch, wenn du möchtest, mal zu einem Gratis-Webinar kommen am 21.03. Zum Thema Tierkommunikation, Einführung in die Tierkommunikation, mal unsere Arbeitsweise kennenlernen. Und ja, in der Ausbildung sind eben bei mir jetzt Animal Creation ist nicht nur Tierkommunikation mit drin, sondern du hast das ganze Paket, auch wie du mit Menschen arbeitest. Und wer möchte, kann sogar auch das Business-Paket holen. Da gucken wir dann gleich, dass eine Webseite schon erstellt wird und dass die ersten Angebote stehen. Denn für mich ist es wirklich so dieses, ja, wenn du das möchtest, also wenn du sagst, ich möchte damit ein Business aufbauen, dann darf man sich in allen Bereichen gut aufstellen und dann wirst du auch mit der Zeit richtig das Thema Business, es darf dir Spaß machen, denn eigentlich ist es was Schönes. Leider wurde das Wort oft so, ja, schlecht geredet, sage ich mal, aber eigentlich bedeutet das doch nur, du hast Möglichkeiten für andere Menschen, die du mit der Welt teilst und die anderen Menschen können wählen, ob sie das möchten oder nicht. Und es ist aber einfach so toll, du hast dich spezialisiert in einem Bereich. Ich habe die letzten 9 Jahre damit verbracht, zum Beispiel mit Mensch und Tier zu arbeiten, immer besser zu werden, auch im Bereich Business immer mehr aufzubauen und immer wieder zu gucken, wie kann man es noch besser für die Kunden machen. Und genauso wird es dir dann auch gehen. Du wirst dich die ganze Zeit mit Lösungen auseinandersetzen. Wie kannst du das Leben deiner Kunden noch leichter machen? Und das ist es doch wert, dass du sagst, ja, und ich baue da weiter dran und ich bleibe da dran und ich werde auch tolle Kunden haben, die sagen, danke, dass du dich die letzten Jahre mit genau diesem Thema befasst hast, denn das macht es mir leichter, dass ich jetzt mit meinem Tier zum Beispiel einen neuen Weg finden kann. Ja, jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit. Wir hören uns die nächste Woche wieder
Und ja, auf dass bald das Wetter wieder besser wird. Bis dann. Tschüss. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal. Wie das geht, erfährst du in der Infobox. Weitere Gratis-Inhalte gibt es auch in unserer Seelenfreunde-Tier-App, die du ab jetzt in allen App-Stores findest.